Iris Zero, ein Mystery- und Romantik-Manga, gepublished von Kase, mit wirklich sehr schönen Zeichnungen und einer richtig tollen Übersetzung, in dem es um einen Jungen namens Toru geht, welcher über keine sogenannte Iris verfügt. Die Iris ist eine Art Kraft, mit deren Hilfe die Menschen besondere Dinge sehen können. Zum Bleistift, wenn man eine gewisse Person für etwas sucht, sieht man dann über derjenigen Person, die am besten für diese Sache geeignet ist, einen Kreis und bei der falschen Person ein X über dem Kopf. Also man sieht bestimmte Dinge mit den Augen. Und Toru besitzt diese Kraft nicht und wird daher als ein Außenseiter von allen gemobbt und halt auch ein Iris Zero genannt. Die Lehrer tun nichts dagegen, denn sie sind nicht in der Lage zu verstehen, da sie nicht selbst über eine Iris verfügen. Eines Tages dann aber fängt das schönste Mädchen der Schule an, sich für ihn zu interessieren, woraufhin seine Mitschüler natürlich mega sauer sind. Toru hat zwar keine Iris, ist aber aufgrund dessen nicht so blind wie die mit der Iris und kann somit viele Missverständnisse und Probleme von denjenigen lösen, die eine Iris haben. Ist etwas schwer zu erklären, ohne jetzt größere Spoiler ins Spiel zu bringen. Aber um ehrlich zu sein, er lernt halt sozusagen nach und nach Leute kennen, die haben gewisse Probleme, meist verursacht durch ihre Iris. Und er denkt halt anders aufgrund dessen, weil er keine Iris hat und kann dann gewissermaßen die Probleme der anderen lösen. Und ja, da will ich euch nicht unbedingt groß spoilern. Das müsst ihr halt genau selbst herausfinden. Ist ganz cool gemacht. Also ein wirklich toll gemachter Manga und wirklich sehr spannend und interessant. Und die Romantik kommt auch überhaupt nicht zu kurz, weil das Hauptgenre soll eigentlich Mystery sein. Aber ist auch eine ganze Menge Romantik und Comedy dabei. Kann man auf jeden Fall wirklich vor allem weiterempfehlen. Wirklich mal ein Schulmanga, der nicht voller irgendwelcher Klischees ist und nicht so 0815. Also klare Kaufempfehlung. Und ich wünsche euch dann viel Spaß herauszufinden, warum zum Beispiel die Lehrer über keine Iris verfügen. Und ja, was genau Toru so durchleben muss denn im Laufe der Geschichte, da er ja nun mal ein Iris Zero ist und von allen, fast allen gemobbt wird. Dann viel Spaß und bis zum nächsten Mal.